So Leute, es gibt wichtige Neuigkeiten über Artikel 17. Und zwar hat vor kurzem das Bundesjustizministerium, geführt von der SPD, einen neuen Umsetzungsvorschlag für Artikel 17 in das deutsche Urheberrecht vorgelegt. Also Artikel 17 wurde ja letztes Jahr von der EU beschlossen, aber damit er in Kraft treten kann, muss er erst in das deutsche Urheberrecht überführt werden. Und dafür gibt es jetzt zum ersten Mal einen konkreten Vorschlag. In diesem Video wollen wir uns den im Detail anschauen. Ich habe ihn hier mal ausgedruckt. Der ist auch gar nicht so lang, also es sind 22 Artikel auf 8 Seiten. Das ist durchaus was, was man sich durchlesen kann und sollte. Denn dieser Vorschlag, bevor er an den Bundestag überführt wird, ist jetzt erstmal für Kommentare freigegeben. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass alle die, die letztes Jahr gegen Uploadfilter auf die Straße gegangen sind, sich in diese Diskussion einmischen. Ich will mal kurz in 3 Punkten zusammenfassen, also was wahrscheinlich die wichtigsten Rückschlüsse sind aus dem, was in diesem Artikel drinsteht. Zunächst mal, leider muss man ganz ehrlich sagen, das Versprechen der Bundesregierung, dass es keine Uploadfilter geben würde, das wird mit diesem Vorschlag nicht gehalten. Also es soll danach zum Einsatz von Uploadfiltern kommen, das ist völlig klar. Und das haben auch alle gesagt, also die vor Artikel 17 gewarnt haben, dass es wahrscheinlich ohne Uploadfilter kaum umsetzbar sein wird. Auf der guten Seite muss man aber sagen, dass zumindest versucht wird, den Einsatz von Uploadfiltern so zu begrenzen, dass weniger häufig legale Inhalte gesperrt werden. Und zwar soll das funktionieren über ein System, wo nicht mehr der Uploadfilter alleine entscheidet, weil wir wissen alle, so ein Uploadfilter ist nicht in der Lage, legale von illegalen Inhalten zu unterscheiden, sondern wir als Nutzerinnen und Nutzer selbst sollen beim Upload die Inhalte flaggen, wenn wir fremde Inhalte benutzen, zum Beispiel eine Parodie oder ein Zitat, oder wenn wir einen Song verwenden, wo wir eigentlich eine Lizenz gekauft haben, dann soll das geflaggt werden und dann darf der Uploadfilter es nicht mehr autonom sperren. Gleichzeitig sieht dieser Vorschlag vor, dass ein ganz großer Teil der Alltagskultur im Netz, also Reaction-GIFs, Memes, Parodien und so weiter, erstmals im deutschen Urheberrecht legalisiert werden sollen. Also Licht und Schatten, ich glaube, man kann sagen, dass zum ersten Mal bei einem Entwurf eines solchen Urheberrechtsgesetzes die Perspektive der Nutzerinnen und Nutzer zumindest mitgedacht wurde. Gleichzeitig gibt es aber beim Einsatz Uploadfilter immer riesige Probleme und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass wir uns jetzt in diese Debatte einmischen. Also, legen wir los. Das hier ist der Vorschlag, es nennt sich Urheberrechtsdiensteanbietergesetz. Und für dieses Video, das kann jetzt etwas länger sein, werden wir uns Artikel für Artikel anschauen und gucken, was ist da positiv, was ist negativ, was muss sich unbedingt ändern, damit unsere Grundrechte bei der Änderung des Urheberrechts geschützt werden. Also fangen wir an mit Paragraph 1 dieses neuen Gesetzesvorschlags. Der enthält eigentlich den Kern von Artikel 17, nämlich die Regelung, dass bestimmte Plattformen in Zukunft direkt für die Urheberrechtsverletzungen ihrer Nutzerinnen und Nutzer haftbar sein sollen. In Paragraph 2 wird dann geregelt, um welche Plattformen es eigentlich gehen soll. Und da wird es zumindest ein bisschen interessant. Ein ganz wichtiger Kritikpunkt bei der Verhandlung von Artikel 17 war ja immer, dass da ein Gesetz geschaffen wird, das eigentlich gedacht ist, um eine Streitigkeit zwischen der Musikindustrie und YouTube beizulegen, aber es einfach so allgemein formuliert ist, dass am Ende auch die kleine Rezepteplattform oder ein Häkelforum davon betroffen sein könnte. Also, in der Definition der Diensteanbieter steht hier im Wesentlichen das drin, was auch im Artikel 17 steht. Es geht um Plattformen, die große Mengen von urheberrechtlich geschützten Inhalten anbieten, die User hochgeladen haben, die diese Inhalte organisieren und zum Zwecke der Gewinnerzielung bewerben. Das bedeutet also nicht kommerzielle Plattformen, die in keiner Form mit diesen Inhalten Gewinne machen, die sind schon mal relativ klar draußen. Das würde auch bedeuten, also, dass solche Dinge wie Mastodon davon nicht betroffen sind, die dezentral organisiert sind. Was neu ist und was ich relativ positiv finde, ist, dass gesagt wird,
dass es nur um Plattformen geht, die mit Online-Inhaltediensten um dieselben Zielgruppen konkurrieren. Was bedeutet das? Also Online-Inhaltedienste, das sind normalerweise die Streaming-Dienste, die ihre Lizenzen direkt von Rechteinhabern bekommen. Also Spotify oder Netflix wären solche Online-Inhaltedienste. Und ich glaube also, diese Präzisierung, die in Artikel 17 nur in den Erwägungsgründen stand, die selbst nicht rechtlich bindend sind, macht das Ganze ein bisschen klarer. Also das könnte zum Beispiel bedeuten, dass eine solche Plattform wie Reddit nicht von Artikel 17 betroffen wäre. Denn Reddit ist zwar profitorientiert, Reddit organisiert auch die Inhalte, die User hochladen, aber es ist relativ klar, dass die in keinerlei Konkurrenz zu solchen Diensten wie Netflix oder Spotify stehen. Da geht es vor allen Dingen darum, Links zu organisieren und sich im Internet zurechtzufinden. Also diese Klarstellung würde ich grundsätzlich mal als positiv betrachten. Dann ist die Ausnahme enthalten für Startups. Da haben wir schon bei Artikel 17 gesagt, dass die wahrscheinlich wenig bringen wird, denn die gilt nur für Plattformen in ihren ersten 3 Jahren nach Gründung. Das heißt also, selbst ein sehr, sehr kleines Forum, das 4 Jahre alt wird, wäre dann doch wieder von Artikel 17 betroffen. Aber sie haben noch eine Präzisierung vorgenommen und gesagt, also der Einsatz von Upload-Filtern soll verhältnismäßig sein, und wenn es sich um eine sehr kleine Plattform handelt, also die weniger als 1 Million Umsatz im Jahr macht, dann soll die grundsätzlich keine Upload-Filter einsetzen müssen, weil das prinzipiell unverhältnismäßig wäre. Das ist vielleicht ein Aufatmen für das ein oder andere kleine Forum. Gleichzeitig wird natürlich das Hauptproblem, dass es eben doch zum Einsatz von Upload-Filtern kommen soll, dadurch nicht gelöst. Also wir erinnern uns zum Beispiel, die CDU hatte kurz vor der Abstimmung über Artikel 17 noch versprochen, dass es überhaupt keine Upload-Filter geben soll. Davon hat man sich jetzt hier in diesem Vorschlag des Justizministeriums entfernt. Paragraph 3 enthält all die Plattformen, die nicht von Artikel 17 betroffen sind, also nicht kommerzielle Plattformen, solche Softwareplattformen wie GitHub, Online-Marktplätze wie eBay und so weiter. Das ist mehr oder weniger dasselbe, was auch im Artikel 17 steht. So, wir wissen jetzt also, um welche Plattformen es gehen soll. Die nächste Frage ist, was müssen die denn jetzt konkret tun, um der Haftung für Urheberrechtsverletzungen ihrer User zu entgehen? Damit beschäftigt sich zunächst mal Paragraph 4. Nämlich im Artikel 17 stand ja drin, die Plattformen müssen zeigen, dass sie sich bemüht haben, Lizenzen für alle Inhalte einzuholen. Und das war auch ein ganz konkreter, riesiger Kritikpunkt. Also zum Beispiel die Bundestagsfraktion der Grünen hatte ein Gutachten in Auftrag gegeben, das gesagt hat, also wenn man sich um Lizenzen für alles bemühen muss, dann ist das grundrechtswidrig, weil die Plattform kann ja nicht im Vorhinein wissen, welche urheberrechtlich geschützten Inhalte die User hochladen werden. Also müsste sie entweder Lizenzen für alle urheberrechtlich geschützten Inhalte der Welt einholen, was völlig unmöglich ist, oder sie müsste jeden einzelnen Upload überwachen und auf urheberrechtlich geschützte Inhalte überprüfen. Und da ist völlig klar, also, dass eine solche allgemeine Überwachung aller Inhalte gegen die EU-Grundrechtecharta verstößt. Hier versucht jetzt das Justizministerium deshalb etwas einzuschränken, welche Schritte eine Plattform genau unternehmen muss, um zu zeigen, dass sie sich um Lizenzen bemüht hat. Und zwar sagt sie zunächst mal, also aktiv nach Lizenzen suchen müssen diese Plattformen nur bei den Verwertungsgesellschaften. Also sie müssen nicht einzelnen Rechteinhaberinnen und Rechteinhabern hinterherlaufen. Und zweitens sagen sie, also sie müssen zu den Verwertungsgesellschaften gehen, die Inhalte anbieten, die typischerweise auf dieser Plattform hochgeladen werden. Also das würde vielleicht bedeuten, YouTube muss zu den Verwertungsgesellschaften für Musik oder auch für Filminhalte gehen, aber jetzt nicht für Software oder Texte. Also es ist zwar theoretisch möglich, dass jemand einen Text in Videoformat auf YouTube hochlädt, aber das ist sicherlich nicht die Art von urheberrechtlich geschützten Inhalten, die dort typischerweise hochgeladen wird. Insofern schon mal irgendwie eine sinnvolle Präzisierung. Das heißt also, es reicht, wenn die Plattformen sich aktiv an diese Verwertungsgesellschaften wenden, die diese Formen von Inhalten vertreten.
Aber wenn darüber hinaus ein Rechteinhaber von sich aus auf die Plattform zugeht und zeigen kann, also dass seine Inhalte auf dieser Plattform geteilt werden, dann muss die Plattform ein faires Lizenzangebot annehmen. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, was ist ein faires Lizenzangebot? Also kann ich als Rechteinhaber dann der Plattform den Preis diktieren? Oder reicht es, wenn irgendwie eine Verhandlung stattfindet und man am Ende zum Schluss kommt, diese Lizenz ist zu teuer? Das ist ein bisschen unklar. Dann kommen wir zu Paragraph 5, der relativ interessant ist. Also hier geht es jetzt darum, einen größeren Teil der Alltagskultur im Netz zu legalisieren. Es gibt im Urheberrecht bereits heute eine ganze Reihe an Ausnahmen, zum Beispiel das Zitatrecht oder auch das unwesentliche Beiwerk. Das ist, wenn man zum Beispiel live streamt und plötzlich ist im Hintergrund zufällig Musik zu hören. Das wäre nach dem deutschen Urheberrecht erlaubt. Allerdings, was es bisher im Urheberrecht nicht gibt und was jetzt durch Artikel 17 eingeführt werden muss, sind neue Ausnahmen für Karikaturen, Parodien und Pastiche. Und das ist letzten Endes euch zu verdanken. Das wurde relativ spät in Artikel 17 aufgenommen, als es mehr und mehr Kritik gab, dass eben viele Inhalte gesperrt werden in Zukunft, die einen ganz wichtigen Teil der Netzkultur darstellen. Der Paragraph 5 ist jetzt also dazu gedacht, diese Urheberrechtsausnahmen in deutsches Recht zu überführen. Es gibt noch daneben eine Regelung in Artikel 17, die besagt, dass es auch Ausnahmen für Zitate, Rezensionen und Kritik geben muss. Die werden allerdings in diesem Vorschlag nicht umgesetzt. Und zwar ist die Begründung, dass es ja das Zitatrecht bereits gäbe in Deutschland, das stimmt auch, und dass Rezensionen und Kritik davon mit abgedeckt sind. Das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Also wenn Zitat, Rezension und Kritik dasselbe bedeutet, warum stehen denn dann alle drei Begriffe im Artikel 17 drin? Also es gibt durchaus große Rechtsunsicherheit bei den Rezensionen heute, also ob zum Beispiel Let's Play-Videos legal sind, wo man ja teilweise mehr vom Gameplay zeigt, als vom Zitatrecht erlaubt wäre. Und es gab auch schon mal eine Webseite, die nennt sich Perlentaucher, die Rezensionen aus Zeitungen für Bücher und so weiter zusammenfasst. Und da hat ein Gericht entschieden, also dass das teilweise eine Urheberrechtsverletzung gewesen wäre, obwohl diese Webseite die Rezensionen in ihren eigenen Worten neu formuliert hat. Also insofern würde ich sagen, so eine Ausnahme für Rezensionen explizit ins Urheberrecht zu schreiben, wäre sinnvoll und ist eigentlich auch von Artikel 17 gefordert. Aber immerhin, also neue Ausnahmen soll es jetzt geben für Karikaturen. Relativ klar, hat wahrscheinlich jeder schon mal in der Zeitung gesehen. Für Parodien haben wahrscheinlich die meisten auch was im Kopf, wenn sie das hören. Also da verwendet man einen Inhalt, um sich über irgendwas lustig zu machen. Und Pastiche. Pastiche ist relativ interessant. Das ist so eine Art nett gemeinte Parodie. Also man nimmt einen fremden Inhalt und schafft daraus etwas Neues. Das kann zum Beispiel ein Sample im Hip-Hop sein. Diese sollen jetzt neu eingeführt werden und natürlich sollen auch alle bereits existierenden Urheberrechtsschranken für die Anwendung dieses Gesetzes zur Umsetzung von Artikel 17 gelten. Richtig spannend wird es beim Paragraph 6. Hier wird nämlich eine ganz neue Ausnahme eingeführt, die von Artikel 17 so nicht gefordert wird. Und das ist wahrscheinlich auch der progressivste Teil dieses Vorschlags, also wo man wirklich das Gefühl hat, die Politik möchte der Netzcommunity auch etwas, einen positiven Aspekt am Artikel 17 geben, der so bisher noch nicht geplant war. Und das ist sicherlich auch den Protesten gegen Artikel 17 zu verdanken, wo es ja viel darum ging, dass durch Uploadfilter Memes, Reaction-GIFs und andere Teile der Alltagskultur im Netz bedroht werden. Also dieser neue Paragraph 6 führt eine neue Ausnahme ein, die nennt sich hier maschinell überprüfbare gesetzlich erlaubte Nutzung. Also das ist etwas, was von den Upload-Filtern wohl irgendwie automatisch erkannt werden soll. Und zwar werden dort nicht kommerzielle Nutzungen von kurzen Ausschnitten fremder Werke erlaubt. Und zwar auch dann, wenn es sich nicht um eine Parodie oder ein Zitat oder so handelt.
Konkret kurze Ausschnitte heißt 20 Sekunden aus einem Film oder aus einem Musikstück, 1000 Zeichen eines Textes oder ein Bild mit einer Auflösung bzw. einer Dateigröße von unter 250 Kilobyte. Also das mit dem Bild muss man sagen, das ist so klein, dass es wahrscheinlich nicht besonders nützlich ist. Aber mit 20 Sekunden Film oder Tonspur kann man schon einiges machen. Also ein durchschnittliches Reaction-GIF enthält ja meistens einen relativ kurzen Ausschnitt aus einem Film. Das wäre damit pauschal erlaubt. Oder auch sowas wie ein Lip-Dub-Video, wo man vielleicht 20 Sekunden aus einem Musikstück spielt und dabei sein eigenes Video aufnimmt. Das wäre davon auch abgedeckt. Und im Gegenzug für diese neue Ausnahme sollen die Plattformen, die vom Artikel 17 erfasst sind, eine Abgabe an die Verwertungsgesellschaften zahlen. Das ist der Vorschlag für diese, was manche auch eine Bagatellschranke nennen. Also Bagatell kennt man vielleicht, also eine Bagatellstraftat ist zum Beispiel etwas, was zwar streng genommen illegal ist, aber was von den Gerichten nicht verfolgt wird, weil es geringfügig ist. Also hier geht es irgendwie darum, bei dieser Bagatellschranke geringfügige Nutzungen, die eigentlich niemandem wehtun, pauschal zu legalisieren und dass die Plattformen dafür an die Verwertungsgesellschaften eine Pauschale zahlen, die das Ganze vergütet. Mit der Vergütung geht es auch im nächsten Paragraph 7 weiter. Dort wird geregelt, dass wenn eine Plattform eine Lizenz abschließt für die Verwendung von bestimmten Inhalten, dass dann ein Teil des Geldes direkt an die Kreativen gehen soll. Das ist auch ganz sinnvoll, weil wir haben gesehen, dass zum Beispiel bei Musikstreaming-Diensten wie Spotify eigentlich fast das ganze Geld bei irgendwelchen Mittelsleuten landet, also bei den Musikverlagen und so weiter. Und oftmals die eigentlichen Künstlerinnen und Künstler am Ende kaum etwas davon bekommen. Das soll hier vermieden werden, dadurch, dass gesagt wird, also es gibt einen direkten Anspruch von den Urheberinnen und Urhebern gegenüber der Plattform für eine Zahlung einer Lizenzgebühr. Und genauso ist hier eben auch geregelt, dass diese neue Ausnahme für Bagatellnutzungen auch vergütet werden soll, und zwar an die Verwertungsgesellschaften. Dann kommen wir eigentlich zum interessanten Teil, denn wir wissen alle, es reicht nicht, dass Memes und GIFs und Parodien legalisiert werden, wenn der Upload-Filter die am Ende nicht erkennen kann. Also das ist völlig klar, dass das eigentliche Problem beim Artikel 17 ist, dass Upload-Filter im Zweifelsfall alles sperren, was sie irgendwie als urheberrechtlich relevant erkennen, obwohl es eventuell legal ist. Paragraph 8 versucht, dieses Problem anzugehen, indem gesagt wird, also die Plattformen müssen dem User beim Upload die Möglichkeit geben, zu flaggen, wenn sie fremde Inhalte legal verwenden. Und zwar wird hier unterschieden zwischen zwei verschiedenen Arten von legalen Inhalten. Entweder etwas ist gesetzlich erlaubt. Das kann sein, wenn ich zum Beispiel ein Zitat oder eine Parodie mache, also es gibt eine Urheberrechtsschranke, gesetzlich erlaubt. Oder wenn der Inhalt, den ich verwende, überhaupt nicht urheberrechtlich geschützt ist, dann ist das auch eine gesetzlich erlaubte Nutzung. Also zum Beispiel, wir hatten jetzt immer wieder klassische Konzerte, vor allen Dingen während Corona, wo Leute per Livestream klassische Musik einspielen, und die ist meistens nicht mehr urheberrechtlich geschützt, weil das Urheberrecht nur 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers gilt. Das könnte man dann also beim Upload markieren. Hier, ich spiele Bach ein und das ist erlaubt. Und dann dürfte ein Upload-Filter das nicht sperren. Die zweite Möglichkeit für eine legale Nutzung, die hier genannt wird, sind vertraglich erlaubte Nutzungen. Das bedeutet also zum Beispiel, ich verwende ein Lied, aber ich habe vorher dafür eine Lizenz gekauft. Dann kann ich das auch anklicken und sagen, hier, ich verwende zwar einen legalen Inhalt, aber bitte sperrt den nicht, denn ich habe eine vertragliche Nutzungserlaubnis. Darunter würden zum Beispiel auch CC-Lizenzen fallen. In diesem Paragraph 8 wird dann also geregelt, wenn ich als Nutzerin beim Upload diesen Inhalt geflaggt habe, dann darf er grundsätzlich erstmal nicht von einem Upload-Filter automatisch gesperrt werden.
Das wäre ziemlich gut, wenn es nicht davon doch auch wieder eine Ausnahmeregelung gäbe, nämlich sollen sogenannte offensichtlich unzutreffend gekennzeichnete Inhalte dann am Ende doch automatisch gesperrt werden. Und das wird, glaube ich, in der Praxis viele Probleme erzeugen. Auch ansonsten muss man sagen, also dass diese Lösung über das Pre-Flagging den Nutzerinnen und Nutzern ganz schön viel abverlangt. Also erstmal muss ich überhaupt wissen, was erlaubt ist nach dem Urheberrecht. Das ist nicht immer so ganz einfach. Also wenn ich zum Beispiel eine Lizenz gekauft habe, dann ist es relativ easy. Also ich habe dafür bezahlt, also darf ich es auch nutzen. Aber im Einzelfall als Nutzerin zu wissen, was ist eine Parodie, fällt das jetzt tatsächlich unter das Zitatrecht, das ist gar nicht so einfach. Und richtig problematisch wird dieser Ansatz bei Livestreams, weil es kann ja sein, dass ich im Vorfeld überhaupt nicht weiß, dass legale Inhalte vorkommen werden. Also zum Beispiel, ich streame von einer Demo und plötzlich fährt jemand mit Musik im Hintergrund vorbei. Dann ist das zwar eine legale Nutzung, aber ich kann das nicht im Vorfeld beim Upload flaggen, weil ich da ja noch gar nicht weiß, dass so ein legaler Inhalt vorkommen wird. Also deshalb finde ich zwar, ist erstmal ein interessanter Ansatz, dass die Bundesregierung versucht, irgendwie einen Mechanismus einzuführen, der dafür sorgt, dass legale Inhalte nicht gesperrt werden. Aber gleichzeitig zeigt sich auch, also dieses Pre-Flagging alleine wird das Ziel nicht erreichen, dass legale Inhalte nicht gesperrt werden. Eigentlich dürfte es nie dazu kommen, dass ein Upload-Filter komplett alleine, ohne dass ein Mensch drauf schaut, Inhalte sperrt. Sonst wird es immer dazu kommen, dass auch legale Inhalte dem Upload-Filter zum Opfer fallen. Und deshalb, glaube ich, müssen wir auch darauf hinwirken, dass wir zu diesem Versprechen zurückkommen, dass es eben solche vollautomatisierten Sperrungen durch Upload-Filter nicht geben darf. Paragraph 9 ist relativ kurz zusammengefasst. Da wird einfach gesagt, also wenn die Plattform eine Lizenz gekauft hat, dann gilt die auch für die urheberrechtlichen Handlungen der Nutzerinnen und Nutzer. Allerdings nur, wenn die nicht kommerziell handeln oder keine erheblichen Einnahmen erzielen. Das ist eine Einschränkung, die leider aus der Urheberrechtsrichtlinie selber kommt, aus Artikel 17. Und ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb diese neue Bagatellschranke nur für nicht kommerzielle Nutzungen gelten soll. Allerdings finde ich, könnte da das Justizministerium zumindest den Handlungsspielraum von Artikel 17 komplett ausschöpfen und sagen, okay, es gilt für nicht kommerzielle Nutzungen und für Nutzungen, die keine erheblichen Einnahmen erzielen. Weil sonst können selbst die kleinsten Influencer, die vielleicht ihre Uploads monetarisieren und damit ein paar Euro verdienen, diese Bagatellausnahme schon nicht mehr verwenden. Also da wäre es, glaube ich, wichtig, dass man dieses keine erheblichen Einnahmen erzielen auch in die Definition dieser neuen Bagatellausnahme aufnimmt. Daneben steht dann im Paragraph 9 auch noch, also wenn ich als Nutzerin eine Lizenz habe für den Inhalt, den ich hochlade, dann gilt diese Lizenz natürlich auch für die Plattform. Relativ selbstverständlich. So, dann kommen wir zum Eingemachten. Also Paragraph 10 ist der Filterparagraph, an dem sich wahrscheinlich viel der Kontroverse auch in Zukunft aufhängen wird. Also da wird gesagt, die Plattformen müssen, um der Haftung zu entgehen, Inhalte sperren, wenn ein Rechteinhaber ihnen dafür die nötigen Informationen zur Verfügung stellt. Das Ganze muss gleichzeitig auch noch verhältnismäßig sein. Also das bedeutet zum Beispiel, wenn es überhaupt keine Filtertechnologie gibt für diese Art von Inhalt oder wenn diese Filtertechnologie unverhältnismäßig teuer ist, dann muss nicht gesperrt werden. Aber grundsätzlich ist erstmal die Verpflichtung da, Inhalte zu sperren, die der Plattform von den Rechteinhabern bekannt gemacht wurden und wo die Rechteinhaber die nötigen Informationen zur Verfügung gestellt haben, um sie zu sperren. Hier ist auch nochmal die Startup-Ausnahme enthalten. Also es wird klargestellt, dass Startups in den ersten 3 Jahren der Gründung nicht filtern müssen, solange sie nicht mehr als 5 Millionen User haben. Dann ist auch nochmal klargestellt, also für die kleinen Plattformen bis 1 Million Umsatz im Jahr, für die wird davon ausgegangen, dass für sie der Einsatz von Upload-Filtern grundsätzlich unverhältnismäßig ist. Und wenn ein Rechteinhaber sie zum Einsatz von Filtern zwingen muss, dann muss er das Gegenteil beweisen, also muss zeigen, dass der Einsatz von Upload-Filtern für diese kleinen Firmen verhältnismäßig ist.
Paragraph 11 enthält nochmal eine andere Filterpflicht, nämlich das sogenannte Notice in Staydown. Das sind Fälle, wo bereits eine Urheberrechtsverletzung passiert ist auf der Plattform. Der Rechteinhaber kann das dann der Plattform melden. Die muss den Inhalt sperren. Und wenn sie vom Rechteinhaber die nötigen Informationen bekommen hat, muss sie auch den Wiederupload derselben Urheberrechtsverletzung verhindern. Auch das ist wiederum nicht ohne Uploadfilter möglich. Paragraph 12 enthält jetzt eins der größten Probleme dieses Vorschlags zur Umsetzung von Artikel 17, denn dort wird gesagt, also die Inhalte, die von mir beim Upload gefleckt wurden, dürfen nicht automatisch vom Uploadfilter gesperrt werden. Aber davon wird gleich eine Ausnahme eingeführt, nämlich es muss doch gesperrt werden, wenn die Kennzeichnung offensichtlich unzutreffend ist. Da gibt es wirklich riesige Probleme, denn man hätte ja hoffen können, dass das Flagging dazu führt, dass eben nicht mehr alle Uploads vom Uploadfilter überprüft werden müssen, sondern nur die, die nicht gefleckt sind. Das wird jetzt hier aber unterlaufen, denn wenn die Plattform überprüfen muss, ob die Kennzeichnung offensichtlich unzutreffend ist, dann muss sie ja doch wieder alle Inhalte filtern. Und ich bin auch überzeugt, dass es nicht möglich ist, komplett automatisch zu überprüfen, ob eine Kennzeichnung unzutreffend ist oder nicht. Hier wird nämlich gesagt, also wenn man sich auf eine gesetzliche Erlaubnis beruft, das heißt also in dem Fall, wo ich eine Urheberrechtsschranke nutze oder einen gemeinfreien Inhalt, dann gilt automatisch eine Kennzeichnung als unzutreffend, wenn sie zu mehr als 90% mit dem gemeldeten Inhalt übereinstimmt. Und bei Urheberrechtsausnahmen mag es sein, dass das relativ selten ist, also dass ich zum Beispiel ein Zitat mache, aber mein Upload besteht zu mehr als 90% ausschließlich aus diesem Zitat. Also ich kann den Gedanken dahinter schon irgendwie verstehen. Wahrscheinlich will man verhindern, dass jemand einen gesamten Spielfilm hochlädt und den dann als Ausnahme kennzeichnet. Aber bei gemeinfreien Inhalten kann das natürlich schon passieren. Also wenn ich zum Beispiel ein klassisches Musikstück hochlade, ist das vollkommen legal, aber das kann trotzdem zu 100% mit einem gemeldeten Inhalt übereinstimmen. Denn wenn jetzt jemand anders dasselbe klassische Musikstück aufgezeichnet hat und dann eine CD vertreibt, dann hat der ein Recht an dieser konkreten Aufnahme. Aber die Melodie, die darunter liegt, die sehr ähnlich sein wird zu meiner Aufnahme, die ist trotzdem gemeinfrei. Und oftmals, wissen wir, kommt es dann dazu, dass der Uploadfilter die als Match erkennt, weil sie einfach so ähnlich sind, dass sie vielleicht mehr als 90% Übereinstimmung haben. Ist auch relativ unklar, was genau mit 90% Übereinstimmung gemeint ist. Reicht es, wenn ich zum Beispiel ein Gedicht interpretiere und 90% dieses Gedichts kommt in meiner Interpretation vor? Oder geht es darum, dass 90% des Inhalts, den ich hochgeladen habe, aus dem fremden Werk besteht? Das ist relativ unklar. Allerdings ist es vielleicht auch unerheblich, denn hier steht also, offensichtlich unzutreffende Kennzeichnungen sind insbesondere die, wo 90% Übereinstimmung herrscht. Also das heißt, es gibt auch noch andere Szenarien, wo ein Inhalt offensichtlich unzutreffend gekennzeichnet ist. Und das heißt, es bleibt den Plattformen dann eigentlich nichts anderes übrig, als doch wieder alle Inhalte zu scannen, egal ob sie gefleckt wurden oder nicht. Also das unterläuft, denke ich, völlig das Ziel, legale Inhalte vor der Sperrung durch Uploadfilter zu schützen. Das ist, denke ich, also wahrscheinlich das größte Problem an diesem Vorschlag, dass am Ende doch wieder alle Inhalte durch den Filter laufen müssen. Und das Ziel war ja gerade, den Einsatz von Uploadfiltern zu verhindern oder zumindest so weit einzuschränken, dass legale Inhalte davon nicht betroffen sind. Die nächsten Paragraphen 13 bis 18, die können wir relativ schnell durchgehen. Da geht es nämlich darum, das Beschwerdeverfahren zu beschreiben. Also wenn doch ein Inhalt widerrechtlich gesperrt wird, dann kann ich mich beschweren. Oder wenn ein Inhalt online bleibt und ich als Urheberin oder Rechteinhaberin möchte den gesperrt haben, dann kann ich mich auch beschweren. Der Paragraph 13 sagt zunächst mal nur,
dass die Teilnahme an solchen Beschwerdeverfahren freiwillig ist und dass man immer auch vor Gericht ziehen kann, wenn man das möchte. Paragraph 14 sagt, dass die Plattformen selber ein Beschwerdeverfahren einführen müssen und sie müssen diese Beschwerdeverfahren für die Leute, die sich beschweren wollen, kostenfrei machen und zügig durchführen. Das heißt konkret hier, binnen einer Woche muss eine Entscheidung getroffen werden und es steht auch drin, dass man seine Beschwerden begründen muss. Der Paragraph 15 führt die Möglichkeit ein, dass die Dienstinhaber, wenn sie so eine Beschwerdestelle nicht selber betreiben können, auch eine staatlich akzeptierte externe Beschwerdestelle benennen können, wo mit diesen Beschwerden dann umgegangen wird. Paragraph 16 ist relativ technisch, also da wird nochmal klargestellt, dass wenn eine Plattform einen Inhalt online lässt, weil er gefleckt wurde, dass sie dann auch nicht haftbar ist für die Urheberrechtsverletzung, wenn sich am Ende herausstellt, dass der Inhalt doch eine Urheberrechtsverletzung war. Das gilt allerdings nur für eine Woche, also bis zum Abschluss des Beschwerdeverfahrens. Wenn nach einer Woche der Inhalt immer noch online ist und es stellt sich dann raus, es war eine Urheberrechtsverletzung, dann ist die Plattform dafür haftbar. In Paragraph 17 wird die Möglichkeit eingeführt, dass man sich als Nutzerin oder als Rechteinhaber an eine private Schlichtungsstelle wenden kann. Und in Paragraph 18 wird auch die Möglichkeit einer öffentlich geführten behördlichen Schlichtungsstelle eingeführt. Richtig interessant wird es nochmal in Paragraph 19. Da werden nämlich Maßnahmen gegen Missbrauch dieses Systems eingeführt. Und da muss man sagen, hat man schon den Eindruck, dass die Justizministerin Christine Lambrecht der Netzcommunity zugehört hat. Denn hier wird zum ersten Mal anerkannt, dass es Missbrauch von Flagging-Systemen und Sperrsystemen durch angebliche Rechteinhaber gibt. Also falsche Copyright-Claims sind ein Riesenproblem, wo einfach irgendjemand einen Inhalt als den eigenen ausgibt und sperren lässt, obwohl er gar nicht der Rechteinhaber ist. Und es wird auch anerkannt, dass es Missbrauch durch Plattformen geben kann, dass die womöglich aus wirtschaftlichen Gründen einfach zu viel sperren und sagen, hier, das passiert auf Grundlage unserer allgemeinen Geschäftsbedingungen, da könnt ihr als User nichts gegen machen. Und das ist natürlich auch ein Weg, die Möglichkeiten als Nutzerin meine Rechte durchzusetzen, zum Beispiel eben Zitate zu verwenden, zu unterlaufen. Also insofern ist dieser Paragraph 19 ein ganz wichtiger und positiver Aspekt dieses Vorschlags. Allerdings enthält er auch Maßnahmen gegen Missbrauch durch die User, nämlich wenn ich einen illegalen Inhalt wiederholt als legal flagge. Und das ist potenziell schon relativ problematisch. Aber gehen wir die mal einzeln durch und fangen an mit Missbrauch durch vermeintliche Rechteinhaber. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Einmal für die Plattform, also wenn ein angeblicher Rechteinhaber wiederholt Inhalte claimt, die ihm nicht gehören, dann kann der Rechteinhaber von der Möglichkeit, diesen Filter zu verwenden, ausgeschlossen werden. Allerdings nur durch die Plattform. Das bringt mir als Nutzerin jetzt erstmal herzlich wenig, weil der Hauptschaden, wenn legale Inhalte gesperrt werden, der fällt ja bei mir an und nicht bei der Plattform. Aber es gibt noch eine zweite Möglichkeit, und zwar können sowohl Nutzerinnen als auch Plattformen diese vermeintlichen Rechteinhaber vor Gericht bringen. Und diese vermeintlichen Rechteinhaber sind dann haftbar dafür, dass sie die Sperrung veranlasst haben von Inhalten, die ihnen gar nicht gehören. Da wird man natürlich im Detail schauen müssen, was das bedeutet. Also muss ich zum Beispiel als Nutzerin erstmal nachweisen, dass mir ein wirtschaftlicher Schaden durch die Sperrung passiert ist. Das ist relativ schwer nachzuweisen. Also wäre es wichtig, dass die Hürden möglichst niedrig angesetzt sind, damit man so eine Möglichkeit der Haftung vermeintlicher Rechteinhaber in der Praxis auch wirklich nutzen kann. Dann kommen wir zu den Maßnahmen gegen Missbrauch durch die Plattform. Und zwar soll dort Verbänden, die Verbraucherinnen und Verbraucher, Nutzerinnen und Nutzer vertreten, die Möglichkeit gegeben werden, die Diensteinhaber auf Unterlassung zu verklagen, wenn diese Diensteanbieter wiederholt legale Inhalte sperren. Das ist wahrscheinlich die einzige Möglichkeit nach diesem Vorschlag, wie ich dagegen vorgehen kann, wenn eine Plattform wild irgendwelche Inhalte sperrt, die entweder nicht gefleckt werden konnten, weil es sich zum Beispiel um Livestreams handelt,
oder wenn die Plattform einfach alles als offensichtlich unzutreffend gekennzeichnet behandelt und dadurch legale Inhalte sperrt, die ich sogar explizit als legal gefleckt habe. Dass hier so ein Verbandsklagerecht eingeführt werden soll, ist aber ganz, ganz wichtig, weil das würde bedeuten, dass zum Beispiel wir von der Gesellschaft für Freiheitsrechte im Namen der Nutzerinnen und Nutzer auch vor Gericht ziehen können, genauso wie die Verbraucherschutzverbände, weil es sonst, glaube ich, für einzelne Nutzerinnen und Nutzer extrem schwierig wäre, jetzt bei jedem Fall, wo so eine falsche Sperrung vorkommt, selbst den Rechtsweg zu wählen. Zuletzt gibt es dann also noch die Maßnahmen gegen Missbrauch des Flagging-Systems durch Nutzer. Und zwar wird da gesagt, also wenn ich als Nutzerin wiederholt Inhalte als legal flagge, die gar nicht legal sind, dann kann ich vom Flagging-System ausgeschlossen werden. Das finde ich ehrlich gesagt also problematisch, weil das Urheberrecht ist extrem kompliziert und es können Fehler passieren. Also es kann sein, dass ich wirklich denke, etwas ist ein Zitat, aber am Ende sagt ein Gericht, ich habe zu viel von dem Inhalt verwendet und deshalb ist es kein legales Zitat. Also da muss man, glaube ich, auch mit einbeziehen, dass es reichen sollte, wenn die Nutzerinnen und Nutzer irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen diese Flagging-Funktion verwenden. Wir wissen alle, wie es bei Content-ID läuft. Also dass viele Leute falschen Sperrungen durch Content-ID gar nicht widersprechen, weil sie Angst haben, dass sie dann einen Copyright-Strike bekommen und am Ende ihr Channel gesperrt wird, was natürlich für kleine YouTuber oder auch große YouTuber ein riesiges wirtschaftliches Problem ist. Insofern, also es ist schon mal positiv, dass es keine solchen harten Sanktionen wie Sperrung des Channels geben soll, sondern in Anführungszeichen nur der Ausschluss von diesem Flagging-System. Allerdings wird der Plattform natürlich auch nicht verboten, solche Dinge wie die Three-Strikes-Regel weiterhin durchzuführen. Und deshalb, glaube ich, braucht es da einen besseren Schutz der Nutzerinnen und Nutzer, wenn die letzten Endes die einzigen sind, die dafür sorgen können, dass die legalen Inhalte online bleiben, indem sie sie flaggen. Der Rest des Vorschlags enthält noch einige Schlussbestimmungen. In § 20 gibt es Auskunftsrechte von Rechteinhabern gegenüber Plattformen. Die Plattformen müssen die Rechteinhaber auf Anfrage informieren, wie ihre Filtersysteme funktionieren. Und hier sehe ich ein riesiges Problem. Im Artikel 17 steht nämlich drin, dass auch die Nutzerorganisationen solche Auskunftsrechte bekommen sollen unter bestimmten Umständen. Und das fehlt in diesem Vorschlag komplett. Also das ist, glaube ich, ein riesiges Versäumnis. Da muss unbedingt nachgebessert werden, weil letzten Endes können Verbände, die Interessen von Nutzerinnen und Nutzern vertreten, das nur dann effektiv machen, wenn sie auch Zugang zu allen nötigen Informationen über die Filtersysteme der Plattformen haben. Also das fehlt hier auf jeden Fall. Am Ende gibt es noch in § 21 eine Regelung, dass jede Plattform in Deutschland eine Person benennen muss, die gerichtlich vorgeladen werden kann. Das ist eine Detailregelung, die aber wichtig dafür ist, damit man überhaupt gerichtlich in Deutschland gegen falsche Entscheidungen vorgehen kann. Dann wird in § 22 noch gesagt, dass dieses ganze neue Gesetz auch für die Leistungsschutzrechte gelten soll und nicht nur fürs Urheberrecht. Und es wird noch gesagt, also, dass dieses ganze Gesetz am 7. Juni 2021 in Kraft treten soll. Das heißt also, wir haben jetzt etwas weniger als ein Jahr, um aus diesem Vorschlag was Vernünftiges zu machen. Ich glaube, auf der Positivseite kann man verbuchen, dass die Zeiten vorbei sind, wo die Userinteressen einfach komplett ignoriert wurden. Also man sieht, die Justizministerin Christine Lambrecht von der SPD hat offensichtlich mitbekommen, dass Uploadfilter nicht in der Lage sind, legale Nutzung zu schützen, sondern dass die im Zweifelsfall alles sperren. Und sie versucht jetzt irgendwie Vorschläge zu machen, wie man die Uploadfilter mit den legalen Nutzungen vereinbaren kann. Und ich glaube also, das ist letzten Endes nicht komplett gelungen, denn Uploadfilter können immer Grundrechte einschränken. Sie können immer dazu führen, dass legale Inhalte gesperrt werden, wenn sie autonom Entscheidungen treffen. Und deshalb glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass wir uns jetzt in diese Diskussion einklinken und das klar machen. Also, dass es auch für angeblich offensichtlich rechtswidrige Inhalte keine automatische Entscheidung über die Sperrung durch einen Uploadfilter geben darf. Aber immerhin ist dieser Vorschlag, denke ich, ein Gesprächsangebot an uns. Es ist nicht komplett einseitig umgesetzt, sondern
es ist irgendwie der Versuch da, diesen sehr, sehr problematischen Artikel 17 zu nehmen und an der einen oder anderen Stelle Dinge hinzuzufügen, die es für User etwas leichter machen. Also konkret ist da zu nennen das Preflagging, das ist im Artikel 17 so nicht ausgeführt. Allerdings steht im Artikel 17 drin, dass legale Inhalte nicht gesperrt werden dürfen. Insofern also auf irgendeine Art und Weise muss das der deutsche Gesetzgeber umsetzen. Positiv ist sicherlich die Einführung einer neuen Bagatellschranke. Allerdings finde ich, sollte die nicht nur für nicht kommerzielle Nutzungen gelten, sondern eben für alle, die keine erheblichen Einnahmen erzielen, also die nicht furchtbar viel Geld damit verdienen. Auch die sollten Memes, Reaction GIFs rechtssicher verwenden können. Positiv sind, denke ich, auch die Maßnahmen, die eingeführt werden gegen Missbrauch, vor allen Dingen gegen falsche Copyright-Claims, die bisher überhaupt nicht von der Politik als Problem erkannt wurden. Negativ ist auf jeden Fall, dass doch im Zweifelsfall ein Upload-Filter über die Sperrung von Inhalten entscheiden kann. Ob das überhaupt mit den Grundrechten vereinbar ist, das werden am Ende die Gerichte entscheiden müssen. Wir von der Gesellschaft für Freiheitsrechte werden uns das ganz genau anschauen. Wir werden uns an dieser Konsultation beteiligen. Das heißt also, bis Ende Juli dürfen wir jetzt unsere Stellungnahmen einreichen beim Justizministerium, was wir von diesem Vorschlag halten. Wir von der GFF werden das machen und ich hoffe, dass auch ihr das macht, weil es ganz wichtig ist, dass wir dieses Gesprächsangebot jetzt annehmen und sagen, also diese Teile funktionieren, die sind gut, andere Teile, die gehen so nicht und verletzen womöglich unsere Grundrechte. Ich hoffe, dass diese Übersicht über den Vorschlag euch das Ganze ein bisschen näher gebracht hat und euch dazu motiviert, euch einzubringen in die Diskussion. Denn bis zum Inkrafttreten von Artikel 17 haben wir noch Zeit, um das Ganze in etwas positivere Bahnen zu lenken. Danke für eure Aufmerksamkeit und bis bald.